das so ein Krimi-Dinner Rätsel denkt? Ich bin das sexy Hausmädchen. Vielleicht spielst du den Verdächtigen. Wann bist du den Zug gestiegen? Ich war sogar in zwei Zügen. Welchen meinst du denn? Kommen die Narben von Peitschenhieben? Er peitschte dich aus, damit du schneller Geschenke austrägst. Stimmt doch, das ist ein Motiv. Nein, die Peitsche fanden wir ganz geil. Soll ich von den Drogen erzählen? Ich wollte dich gerade danach fragen. Oh, Santa hat uns jahrelang gedopt. Weißt du, er wollte, dass wir immer stärker werden, weil es immer mehr Menschen auf der Welt gibt. Und das heißt mehr Geschenke auf einem schwereren Schlitten. Ich glaube, das ist nicht nötig. Ich fühle mich... Wow, Baby! Mann, das Zeug hat's echt in sich. Auf die Art haben wir Prancer verloren. Ja, ein guter Grund, Santa zu killen. Steroide kosten ein Vermögen. Es fließt also eine Menge Geld. Und bei jedem Verbrechen folgt man nur dem Geld. Oh, na klar. Schieb's auf den Nussknacker-Juden. Ein Jude? Darf ich ihn kennenlernen? Ich hätte ihn nie getötet. Er hat mein Leben gerettet. Nussknacker waren damals der absolute Renner. Aber als Brummkreise rauskamen, war alles vorbei. Was hat dir der Weihnachtsmann gebracht? Feuerheiz! Ich fühlte mich wertlos. Ich konnte keine Arbeit finden. Aber Santa sagte, meine kleinen Fausthände seien perfekt zum Zahlen eintippen. Und er gab mir Arbeit. Und das Gehalt reichte für den Nerzhut? Die Rolex? Das Diamantpentagramm? Das ist ein Davidstern, verdammt! Und ja, ich habe Geld unterschlagen. Aber ich habe Santa steinreich gemacht. Da darf ich mir doch auch mal etwas gönnen. Zack, und schon haben wir ein Motiv. Santa hat dich erwischt, also musste er sterben. Haha, der Fall ist gelöst. Ein klassischer Jesus, genau wie in der Bibel. Sag mal, bist du total eine Schugge? Ich töte doch nicht meinen Goldesel. Ein Esel? Darf ich ihn kennenlernen? Aber wir wissen, du bist des Mordes fähig. Denn Spoilerwarnung, die Juden haben mich getötet. Die Juden haben Jesus nicht umgebracht. Das ist doch rassistisch. Du hast recht. Tut mir leid. Was macht ihr denn da? Zeit verschwenden. Der Fall ist einfach unlösbar, wie bei Nicole Brown Simpson und Ron Burgundy. Ach, willst du uns etwas sagen, Erzfeind des Weihnachtsmanns? Ich hab ihn doch nie gehasst. Ich hasse nur Kinder. Das dran. Versteht sich von selbst. Deshalb bin ich auch sterilisiert. Santa und ich waren mal ein Comedy-Duo. Wir nannten uns Fetti und der Krampf. Wir waren eine große Nummer in den Catskills. Hey, Krampus, was sind Pfeffernüsse? Sie haben kein Pfeffer und sind keine Nüsse. Vielleicht kann man damit Kinder abwerfen? Weißt du was? Ich hab die Schnauze voll. Naja, wir blieben Freunde. Die Comedy war Schnee von gestern, oh Lord. Ah! Kein Schnee stoppt Inspektor Jesus. Schnee stoppt nie Inspektor Jesus. Tja, wir sitzen fest. Nur eine Frage der Zeit, bis ihr Fleischsäcke Santas Leiche essen wollt. Um die Beweise zu vernichten. Er hätte es verdient für das, was er meinem Volk angetan hat. Der Nordpol gehörte nicht immer dem Weihnachtsmann. Mein Volk bewohnte früher zu Tausenden das Land, bevor der eiserne Schlitten kam. Der weiße, bärtige Mann versprach, das Land mit uns zu teilen. Aber wir wurden vertrieben. Unsere nasenlosen Gesichter wurden mit Karotten entstellt. Unsere makellosen Glatzen mit Hüte bedeckt. Es war ein Albtraum. Wow, deine Rückblende war scheiße. Oh, zieht dich Völkermord etwa runter? Du hast ihn aus Rache für dein Volk getötet? Was hätte das denn gebracht? In 10 Jahren wird der Nordpol für uns alle verloren sein. Ach, jetzt kommt er schon wieder mit dieser Klimalüge an. Von wegen, ich bin nur ein belangloser Statist. Ich bin der verdammte Held dieser Geschichte. Ach, höchstens der Held der Nebenhandlung. Moment mal, wo Krümel sind, da gibt's auch einen Mord. Ohne Ausnahme, Inspektor Jesus, hier geblieben.